Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, hier am Potsdamer Pfingstberg im Norden der Landeshauptstadt, der brandenburgischen Landeshauptstadt. Ich bin Peer Trilke und ich möchte Sie jetzt auf einen kleinen Rundgang durch das Fontane-Archiv mitnehmen. Gemeinsam mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern möchte ich Ihnen unsere Räumlichkeiten zeigen. Wir wollen Ihnen ein bisschen etwas über die Tätigkeiten, die wir bei uns im Haus vollziehen, ausführen, erzählen. Und natürlich wollen wir Ihnen auch ein paar der Objekte zeigen, die wir bei uns bewahren und sammeln. Dazu werden wir gleich in die Villa Quandt, die Sie hinter mir sehen, eintreten. Das Fontane-Archiv residiert in der Villa Quandt seit 2007. Selbst ist das Fontane-Archiv deutlich älter als 2007, 1935 gegründet und dann an verschiedenen Standorten zu Hause, auch von verschiedenen Institutionen beherbergt. Ist es eben seit 2007 hier in der Villa Quandt und seit 2014 eine Einrichtung der Universität Potsdam, wo wir uns besonders wohlfühlen. In der Villa haben wir unglaublich tolle Möglichkeiten, Archivarbeit auszuführen und das wollen wir uns jetzt mal gemeinsam anschauen. Wir sind jetzt hier im Foyer der Villa Quandt, wo ich Sie ein zweites Mal begrüßen darf. Mein Name ist Rainer Falk, ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter hier im Haus, unter anderem verantwortlich für die Veranstaltungen, für unser kulturelles Bildungsprogramm, für Führungen, also alles Dinge, für die wir Sie hier im Hause sehr, sehr gerne begrüßen. Die Villa ist deutlich älter als das Fontane-Archiv. Herr Trilke hat es schon erwähnt, ihre Ursprünge liegen im 18. Jahrhundert. Da war hier in der sogenannten Nauener Vorstadt vor den Toren der Stadt Potsdam ein Weinanbaugebiet auf dem Pfingstberg. Hinter unserem Haus wurde also Wein kultiviert und die große Weinmeisterstraße, in der die Villa steht, verweist ja vom Namen her noch auf diese Nutzung des Areals. Die Villa hatte unterschiedliche Eigentümerinnen und Eigentümer. Die Kriegsrätin Quandt, der die Villa ihren Namen verdankt, war da gar nicht so lange Zeit Eigentümerin. Bald bedeutender dann im Anschluss an die Kriegsrätin Quandt der preußische König, später Kaiser, also die Hohenzollern waren dann Eigentümer der Villa Quandt, um sie in ihr Pfingstberg-Areal mit dem Belvedere bis runter zum neuen Garten quasi als Liegenschaft zu arrondieren. Der letzte Eigentümer aus dem Hause Hohenzollern war dann der Prinz Oskar, der jüngste Sohn des letzten deutschen Kaisers. Wir befinden uns dann schon in der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg, nach der Revolution. Die Hohenzollern hatten die Villa aber dann immer noch als Privatbesitz. Das war tatsächlich bis 1945 der Fall. Wir verdanken dem Prinzen Oskar unter anderem die Seitenflügel, die erst unter seiner Zeit angefügt wurden, wo heute unser Veranstaltungsraum, wo heute unsere Bibliothek zu finden sind. Nach 1945 beginnt eine etwas dunkle Zeit hier in der Nauener Vorstadt. Die Villa Quandt und all die anderen Villen und Liegenschaften rundherum waren Teil eines Militärstädtchens. Hier war die Sowjetarmee stationiert. Wir wissen aus dieser Zeit nicht allzu viel. Offenbar wurde die Villa, man kann sagen, quasi zernutzt. Das Obergeschoss war gar nicht mehr zu betreten. Wir haben aber auch ein kleines Überbleibsel aus dieser Zeit, das wir bei Führungen ganz gerne zeigen. Bei uns im Keller ist eine Sauna von den Sowjets eingerichtet worden. Wir dürfen quasi sagen, dass wir das einzige Literaturarchiv mit einer Sauna im Keller sind. Die Sowjets zogen 1994 ab, die Villa fiel in eine Art Dornröschenschlaf, aus dem sie dann 2006 erweckt wurde, als mit Hilfe EU-Mitteln und der Rentzma-Stiftung die Villa für uns, für das Theodor-Fontane-Archiv so eingerichtet wurde, dass wir sie heute sehr gut und vor allem auch sehr, sehr gerne nutzen können. Ich hatte jetzt schon erwähnt, der Prinz Oskar hat die Seitenflügel hier anbauen lassen und in einen dieser Seitenflügel in unseren Veranstaltungsraum, das Kaminzimmer, nehme ich Sie jetzt mit. Jetzt stehen wir hier quasi vor unserem Veranstaltungsraum, dem Kaminzimmer, das Sie hinter mir sehen, im Gartensaal, wo wir seit letztem Jahr eine
kleine Ausstellung zu Fontane und zum Fontane-Archiv präsentieren dürfen. Wir sind also mitten in unseren Veranstaltungsräumen, wo wir Sie sehr gerne zu Lesungen, zu Vorträgen, zu Führungen begrüßen würden. Wir veranstalten ungefähr einmal im Monat eine Abendveranstaltung, zumeist ein Vortrag mit Bezug auf Fontane, manchmal aber auch mit etwas weiter wegliegenden Themen. Unter anderem ist auch die Villa Quandt und ihr Umfeld immer wieder Thema dieser Abendveranstaltungen. Das heißt, einmal im Jahr gibt es unter dem Titel Was bleibt? Spuren der Geschichte am Pfingstberg etwas zu einer Liegenschaft hier im Umfeld des Potsdamer Pfingstbergs bei uns zu hören. Sehr gerne machen wir eben auch Führungen, nicht nur für Touristengruppen, sondern auch für Schulklassen und gymnasiale Oberstufengruppen. Das heißt, wir haben eigene Workshops entwickelt, wo wir den jungen und künftigen Fontane-Leserinnen und Lesern unseren Hausherrn, unseren geistigen Hausherrn näher zu bringen versuchen. Wir arbeiten eng zusammen mit diesen anderen schon genannten Liegenschaften hier am Pfingstberg, Einrichtungen wie dem Lepsius-Haus, der Gedenkstätte Leistikostraße und dem Förderverein Pfingstberg. Mit denen haben wir uns zusammengeschlossen zu einer Gruppe, die sich Kultur am Pfingstberg nennt. Vor allem am Internationalen Museumstag, jedes Jahr im Mai, veranstalten wir da ein gemeinsames Programm, wo wir unsere Einrichtungen und ihre Zusammenhänge, die es ja durchwegs gibt, aus historischer Sicht zu präsentieren versuchen. Und last but not least sind wir ein kultureller Gedächtnisort von nationaler Bedeutung, wie weitere 20 Einrichtungen in den sogenannten neuen Bundesländern. Auch das quasi eine Ehrenauszeichnung für die Arbeit, die wir hier im Hause leisten. Wir haben uns jetzt in den Lesesaal zurückgezogen, denn unser Haus steht Ihnen ja nicht nur während Veranstaltungen offen, sondern stets auch für die Benutzung, wie es so nüchtern heißt. Sie dürfen als Fontane-Interessierte, als Fontane-Forscherinnen, als Fontane-Liebhaber natürlich zu uns kommen und mit unseren Beständen arbeiten. Und dann werden Sie, nachdem Sie im Vorfeld einen Termin mit uns ausgemacht haben, in diesen Raum geleitet, unseren Lesesaal, wo es eben auch ein Handapparat gibt und wo Sie mit unseren Beständen arbeiten können. Und Bestände heißt in dem Fall immer zweierlei. Das ist einerseits unsere Bibliothek, in der Sie allerlei Bücher finden. Das schauen wir uns gleich noch etwas genauer an. Und das ist andererseits der Archiv, der Handschriftenbestand, in dem Sie eben die kostbaren, wertvollen und einzigartigen Autographen mit Briefen, Werkmanuskripten und Lebensdokumenten von Fontane finden. Diese Bestände bilden den Kern des Fontane-Archivs. Ohne diese Bestände gäbe es uns nicht und alles, was da drum passiert, dass wir etwa Forschung betreiben oder dass wir als Kultureinrichtung agieren, ist gewissermaßen die Folge daraus, dass wir als Archiv diese Bestände pflegen, bewahren, sammeln und mit sehr großer Sorgfalt für die kommenden Generationen bewahren. Diese Bestände, sowohl die Bibliothek als auch das Archiv, wollen wir uns jetzt etwas genauer anschauen und vielleicht kommen Sie ja mal vorbei und sitzen hier auf diesem Platz, um mit diesen Beständen zu arbeiten. Aber gucken wir mal in einen unserer Magazinräume. Wir befinden uns hier in einem unserer Magazinräume, in diesem Fall hauptsächlich gefüllt mit der Bibliothek. Im Hintergrund sehen Sie den geöffneten Bücherschrank mit den wertvollen Erstausgaben, mit den Ausgaben von Theodor Fontane. Ich möchte Ihnen ein klein wenig etwas zeigen von unseren Schätzen, will vorher aber noch sagen, wer ich eigentlich bin. Ich bin Peter Schäfer, habe seit vielen Jahren das Vergnügen, hier im Fontane-Archiv als Bibliothekar arbeiten zu dürfen. Unsere Bibliothek setzt sich aus einer ganzen Reihe unterschiedlicher Materialien zusammen. Dazu zählt natürlich zunächst einmal der historische Buchbestand, von dem ich Ihnen ein Exemplar, eine Erstausgabe gerne zeigen möchte.
Es handelt sich dabei um einen der beiden Bände von Fontanes Roman Erstling vor dem Sturm. Es ist ein Roman, der Fontane nicht unbedingt viel Ehre eingebracht hat. Er hat lange Jahre daran gearbeitet. Fontane sagt selbst, es war eine Art Null-Grad-Erfolg. Und zu unserer Sammeltätigkeit hier im Archiv gehört auch nicht nur die Tatsache, dass wir nur die Bücher sammeln und ins Regal stellen, sondern wir versuchen auch, Hintergrundinformationen im Archiv hier bereitzustellen. Dazu zählt in diesem Fall zum Beispiel die Tatsache, dass das Buch, das in einer Auflagenhöhe von genau 1500 Exemplaren erschienen ist, natürlich nicht ausreichte, um dem Dichter Theodor Fontane ein auch nur halbwegs auskömmliches Einkommen zu sichern. Geld verdiente man damals hauptsächlich nicht mit den Erstausgaben, Büchern, sondern zum Beispiel mit den Erstdrucken, manchmal auch Vorabdrucke genannt, hier in einer Familienzeitschrift erschienen, und zwar in der Zeitschrift Daheim. Hier erschienen in mehr als 100.000er Auflage, teilweise mehr als 300.000er Auflage, die Romane, und wer von den Dichtern es schaffte, hier abgedruckt zu werden, der hatte zumindest die Möglichkeit, etwas mehr zu verdienen als nur über den Buchverkauf. Zu den Materialien, die wir in diesem Zusammenhang aufbewahren und die uns und auch Ihnen als Benutzer Auskunft geben können, gehören zum Beispiel die Verlagsverträge, von denen wir ein paar bei uns auch im Archiv aufbewahren. Zu unseren Materialien gehört dann aber auch noch der Bestand, mit dem heute überwiegend gearbeitet wird. Das sind überwiegend natürlich die Sekundärarbeiten, sowohl Bücher als auch Zeitschriftenaufsätze. Diese Zeitschriftenaufsätze sammeln wir jahrgangsweise und legen sie ab, noch in ganz analoger Hinsicht, aber auch da wird daran gedacht, dass wir das, um im digitalen Zeitalter anzukommen und den Zugriff leichter zu ermöglichen, auch etwas ändern werden in den nächsten Jahren. Auch gesammelt wird, und das unterscheidet uns vielleicht doch auch ein wenig von einer klassischen Bibliothek, ein wesentlicher Bestandteil des Werkes, ein wesentlicher Bestandteil der Wirkung von Fontanes wird hier dokumentiert, und zwar die gesammelten audiovisuellen Materialien. Fontane wird ja im Autostau gelesen, also es gibt CDs mit Lesungen, es gibt Hörspielfassungen und es gibt Filme. Der eine oder andere von Ihnen wird sicher eine der Effie Briest-Verfilmungen schon gesehen haben. Davon gibt es ja inzwischen 5 Stück. Das ist ein ganz wesentlicher Teil, über den das Werk des Dichters auf uns kommt. Und da ich auch die Aufgabe habe, hier im Haus für die Beantwortung von mündlichen und schriftlichen Anfragen zuständig zu sein, weiß ich ja, merke ich ja an den Fragen, worauf sich die Leute stützen. Und das sind eben teilweise wirklich gar nicht die gelesenen Bücher, sondern die Filme oder die Hörspielfassungen. Als nächstes werden Sie die Möglichkeit haben, in den materiell bedeutsamsten Raum zu gehen, in unser Verwahrgelass, wo die Handschriften verwahrt sind. Abschließend noch der Hinweis, dass ich selber ja bereits 3 Quartiere des Fontanarchivs kennengelernt habe und so klimatisch und sicherheitstechnisch gut aufbewahrt waren unsere Materialien noch nie. Da sind wir sehr froh drüber. Ja, das ist hier ein Raum, den wir bei Führungen normalerweise nicht zeigen. Wir sind im Verwahrgelass des Fontanearchivs. Das ist ein besonders gut gegen unberechtigten Zutritt geschützter Raum, der außerdem klimatisiert ist und der gegen Licht, Wasser, Feuer Schutzmaßnahmen enthält. Denn in diesem Raum lagern die wertvollsten Bestände des Theodor Fontane Archivs, die Handschriften und die Sammlungen. Und natürlich sollen diese Sammlungsgegenstände besonders gut geschützt werden. Mein Name ist Klaus-Peter Möller und ich bin im Haus zuständig für das Archiv und für die Sammlungen und würde Ihnen hier in diesem Raum jetzt einfach mal zeigen, was wir hier haben. Sie sehen praktisch von außen nur einheitlich geformte Kartons. Das sind unsere Archivboxen, in denen das Material bis zur Größe Folioformat, also etwa 30 bis 35 cm mal 21 cm gelagert werden kann. Das sind auch die Hauptgegenstände, die wir hier haben. Briefe, Manuskripte und andere Dokumente aus dem Nachlass von Fontanes. Und davon würde ich Ihnen gerne etwas zeigen.
Besonders kurios sind die Wirtschaftsbücher, die in der Familie von Tarnes während der gesamten Ehe geführt wurden. Sie sind nicht vollständig überliefert, sondern nur ein kleiner Teil davon ist überliefert, aber auch diese Bücher sind sehr interessant. So, Sie sehen also, in dieser Box haben wir die 8 überlieferten Haushaltsbücher, die Emilie Fontane geführt hat. Sie war nicht nur zuständig für den Haushalt, sie hat auch dann praktisch die Mittel verwaltet. Und in jedes dieser Bücher, hier also eines der Haushaltsbücher, das den Zeitraum April 1856 bis Dezember 1859 umfasst. In dieses Buch wurden die Ausgaben eingetragen, aber auch die Einkünfte, die die Familie Monat für Monat hatte. Und das ist ausgesprochen interessant zu sehen, wie dieser Haushalt funktionierte. Die Einnahmen im Mai 59, ich habe jetzt zufällig diese Seite aufgeschlagen, bestehen aus dem Gehalt von 40 Talern und einem weiteren Posten von Tante Lottchen, 20 Taler, zusammen 60. Und dagegen stehen eben halt die Ausgaben bereits hier bei den Fixkosten für Papier und andere Dinge, kommen 60 Taler zusammen und dann ist noch tagtäglich verzeichnet, was wurde konsumiert. Das ging los mit dem Frühstück, mit der Milch und der Semmel zum Frühstück und hörte mit dem Glas Rotwein am Abend auf. Und natürlich findet man häufig den Posten Papier für Schreibpapier oder eben halt Kuverts für Briefe oder Porto. Das sind charakteristische Ausgaben. Fontane war ja bekanntlich auch jemand, der sehr viele Briefe, sehr schöne Briefe geschrieben hat. Das Fontane-Archiv ist ein Archiv, das einen besonders reichen Bestand an Briefen besitzt. Und einen dieser Briefe möchte ich Ihnen hier auch noch zeigen. Ein Brief, den wir erst im Jahre 1999 erworben haben. Fontane schreibt an einen unbekannten Adressaten am 30. April 1895. Hochgeehrter Herr, wir wissen nicht genau, wer das ist. Er hat diesem Adressaten zwei Fragen beantwortet. Die eine Frage davon lautete, was ist eigentlich ein Doppeldachhaus? Und wie Sie vielleicht wissen, dieser Begriff kommt in dem Gedicht Herr von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland vor. Und drei Tage drauf aus dem Doppeldachhaus trugen von Ribbeck sie hinaus. Ich habe lange gerätselt, was eigentlich mit diesem Begriff gemeint ist. Und mit diesem Brief hatten wir dann eine sehr, sehr gute Erklärung. Dort schreibt Fontane nämlich, er hätte den Stoff einem Büchelchen entnommen und ein Doppeldachhaus, das ist ein Haus, dessen Dach einen Knick im stumpfen Winkel hat, also etwa so. Und dann zeichnet er diesen stumpfen Winkel hier auf. An dieser Stelle sehen Sie diesen Haken. Und es ist also klar, dass damit das Herrenhaus in Ribbeck gemeint ist, das ein Krüppelwalmdach hat, ein Walmdach. Das wäre dann praktisch die Fachbezeichnung der Architekten. Allen Besuchern und Interessenten stehen diese Dinge natürlich zur Verfügung. Die Handschriften und die Sammlungsgegenstände, die hier eingelagert sind, sind komplett gescannt. Und jeder, der das möchte, kann diese Dinge am Bildschirm benutzen. Viele Sachen sind auch schon im Internet online verfügbar und es soll nach und nach der gesamte Bestand online gestellt werden. Ja, wir befinden uns jetzt in den Büroräumen des Fontane-Archivs im ersten Stock. Ich bin Anna Busch, wissenschaftliche Mitarbeiterin hier im Haus und in erster Linie zuständig für die digitalen, aber auch Forschungsprojekte, die wir am Fontane-Archiv durchführen. Wie Sie vielleicht aus dem Vorangegangenen schon mitbekommen haben, hat das Fontane-Archiv ja verschiedene institutionelle Rollen, die es erfüllt. Dazu zählt ja einmal, dass wir eine Spezialbibliothek sind, ein Forschungsarchiv,
ein kultureller Gedächtnisort, aber eben auch eine Forschungseinrichtung. Das schlägt sich nieder in unserer Anbindung an die Universität Potsdam, aber auch in der Doppelfunktion, die unser Leiter hier innehat, indem er nicht nur das Archiv leitet, sondern auch eine Professur an der Uni Potsdam innehat. Und das bedeutet für uns, dass wir eben auch forschen. Wir beforschen unsere eigenen Bestände, wir forschen zu Fontane. Und das, was man nicht unterschätzen darf bei der ganzen Sache, ist, wir liefern Grundlagenforschung, damit neue Forschung darauf aufbauen kann. Und das ist etwas, was wir machen in den letzten Jahren besonders verstärkt im digitalen Raum. Wir haben verschiedene digitale Forschungsgrundlagen, Hilfsmittel, will ich es nennen, für die Fontane-Forschung zur Verfügung gestellt. Da ist der erste Anlaufpunkt unsere Webseite, die wir 2019 im Fontane-Jahr ganz neu aufgestellt haben, wo Sie sich über unsere unterschiedlichen Hilfsmittel für die Fontane-Forschung kundig machen können. Dort bieten wir in erster Linie an, also wir setzen sich zusammen aus vier unterschiedlichen Bereichen. Der erste Bereich ist unsere digitale Handschriftensammlung. Dort finden Sie Digitalisate unserer Bestände mit zugehörigen Metadaten, die angereichert sind durch viel Forschungsarbeit, die hier am Archiv geleistet worden ist. Dann haben wir als zweiten Punkt die Fontane-Bibliografie. Das ist tatsächlich das Forschungsmittel, was am meisten durch die Öffentlichkeit und durch die Nutzerinnen und Nutzer nachgefragt wird. Die Fontane-Bibliografie ist ja von Wolfgang Rasch zusammengestellt worden und wir bieten sie jetzt als ein digitales Format auf unserer Internetseite an. Unter www.fontanearchiv.de können Sie sich das angucken. Die Fontane-Bibliografie ist tatsächlich die zweitgrößte Personalbibliografie im deutschsprachigen Raum nach der Goethe-Bibliografie in Weimar und sie ist deswegen so besonders spannend für die Fontane-Forschung, weil sie eben nicht nur Literatur von und zu Fontane nachweist, sondern weil sie auch auf externe digitale Quellen und Ressourcen verweist. Das heißt, wenn man recherchiert zu einer Rezension zum Beispiel, dann kann man das Glück haben, dass man direkt auf den jeweiligen Zeitungsbeitrag geleitet wird per Link. Dann haben wir eine dritte Säule unserer digitalen Angebote. Das sind die Fontane-Blätter online. Die Fontane-Blätter erscheinen ja seit 1965 halbjährlich und sind jetzt in einem Kooperationsprojekt mit der Universitätsbibliothek Potsdam retrodigitalisiert worden und in das Portal Digitales Brandenburg überführt worden. Das heißt, als Fontane-Forscher kann ich mir 50 Jahre Fontane-Forschung im Netz angucken. Sie ist durchsuchbar und per Stichwort direkt ansteuerbar. Das ist ein tolles Angebot. Die letzten zwei Jahrgänge sind jeweils nicht online, werden aber sukzessive auch nachgeliefert. Und dann haben wir die vierte Säule unserer digitalen Angebote. Das ist ein vielleicht ein bisschen explorativeres und Angebot, das nicht so sehr einer typischen Kataloganwendung entspricht. Das ist die Handbibliothek Fontanes. Wir haben ja hier im Archiv 155 Bände von Fontanes Handbibliothek in unserem Bestand, die sich dadurch auszeichnet, dass sich da eben Schriftspuren, Lesespuren Fontanes in den Büchern finden. Sie sehen hinter mir auch einzelne Ausschnitte. Und diese Handbibliothek haben wir in einem Kooperationsprojekt mit der FH Potsdam, der Fachhochschule Potsdam, visualisiert und als eine Visualisierung ins Netz gestellt, wo man sich eben die Marginalien in den Büchern angucken kann und sich verschiedene Muster über die Bücher hinweg angucken kann. Das sind also unsere vier digitalen Angebote, die wir derzeit der Forschung zur Verfügung stellen, mit der wir hoffen, dass wir weitere Forschung zu den jeweiligen Gegenständen anregen können. Und dann arbeiten wir zurzeit an zwei Projekten,
Das ist einmal eine Briefdatenbank, an der wir derzeit verstärkt arbeiten, die von Briefe von Thanes, also die Briefe, die er verfasst hat, sind bereits in diese Datenbank eingeflossen. Zurzeit arbeiten wir an einer Anbriefdatenbank, die als nächstes auch ins Netz gestellt werden soll. Und das zweite Projekt, das jetzt in den nächsten Monaten auf uns zukommt, das ist eine Kataloganwendung, die er aufbaut auf der Fontane-Chronik von Roland Berbig. All das finden Sie auf unserer Webseite. Wir werden das zukünftig immer weiter ergänzen. Also kommen Sie, es lohnt sich, das sich nochmal anzugucken und gerade für die Fontane-Forschung auch zu nutzen. Von der Handschrift zum digitalen Hilfsmittel, vom Magazinraum über den Lesesaal bis in unser Allerheiligstes, den Tresorraum des Verwahrgelass. Ich hoffe, Sie hatten ein bisschen Vergnügen auf dieser virtuellen Tour durch das Fontane-Archiv, haben vielleicht sogar ein paar Erkenntnisse mitnehmen können. Vor allem will ich Sie hiermit noch einmal einladen. Sie haben hoffentlich gemerkt, dass dies ein Ort ist, an dem wir versuchen, Geschichte und Gegenwart zueinander zu bringen, indem wir uns um, natürlich, Theodor Fontane, der hier vor der Villa auch nochmal als Denkmal steht, indem wir uns um Theodor Fontane kümmern, nicht im Sinne von Denkmalsputzerei, sondern kritisch, neugierig, offen. Und dazu laden wir Sie ein, kommen Sie her zur Veranstaltung, kommen Sie her zu uns als Nutzerinnen und Nutzer, erarbeiten Sie mit unseren Beständen, kommen Sie her zu uns zum Gespräch oder zu wirklichen Führungen. Wir freuen uns auf Sie, auf bald.